Was ist das Konsensverfahren? Konsens ist ein Entscheidungsvorgang, ein Entscheidungsprinzip mit 5 Konsensstufen und einer 6. Stufe, die Veto heißt. Die 1. Konsensstufe heißt volle Zustimmung, uneingeschränkte Zustimmung. Das heißt, die Entscheidung wird voll unterstützt, ohne Kritik, ohne Einwände, wird mitgetragen. Und die Leute, die mit voller Zustimmung ihre Stimme abgeben, beteiligen sich auch an der Umsetzung dieser Entscheidung. Dann gibt es die Stufe leichte Bedenken. Auch hier gilt, die Umsetzung wird mitgetragen. Die Person steht hinter der Entscheidung, hat aber vielleicht 1-2 Bedenken oder ein paar Anfragen, die aber nicht so sehr ins Gewicht fallen, als dass sie quasi die Entscheidung nicht mittragen könnte. Dann gibt es die Stufe schwere Bedenken. Und ab schwere Bedenken müssen diese auch ausgesprochen werden. Also, sie müssen begründet werden und können dann so auch entweder ausgeräumt werden oder diskutiert werden, sodass eine neue Meinungsbildung ermöglicht wird. Aber auch schwere Bedenken bedeutet, ich stelle mich nicht in den Weg der Entscheidung, sondern ich kann es mittragen mit schweren Bedenken, aber ich gehe mit. Dann gibt es das Beiseitestehen. Das bedeutet, ich stelle mich nicht entgegen, ich mache den Weg frei, aber ich beteilige mich nicht an der Umsetzung. Dann gibt es noch die Stufe Enthaltung. Das heißt, ich enthalte mich meiner Stimme. Und schließlich gibt es das Veto, was bedeutet, die Entscheidung darf so auf keinen Fall umgesetzt werden. Es darf nicht so passieren. Und Veto gehört auch nicht mehr zu den Konsensstufen, weil mit allen anderen Stufen kann man gemeinsame Entscheidungen durchbringen. Sobald es ein Veto gibt, dann ist die Entscheidung blockiert und dann muss es zu einer neuen Diskussion kommen und auch zu einer erneuten Abstimmung. Und das kann auch dazu führen, dass das eben gar nicht umgesetzt wird oder dass so weit modifiziert wird, dass es in einer abgewandelten Form eine Lösung gefunden wird. Und wie jetzt deutlich wird, ist der Vorteil, dass jedes Bedenken geäußert wird, jeder Kritikpunkt kommt zur Sprache und fließt mit in die Entscheidung ein. Und die Entscheidungsfindung bei Konsens dauert zwar länger, ist aber nachhaltiger, weil eben alle Meinungen angehört werden. Und deswegen sind wir auch der Meinung, dass es den zeitlichen Aufwand mehr als wert ist, das so durchzuführen.